Herzlich willkommen noch zu unserem heutigen Webinar, das mittlerweile zweite, dritte in diesem Jahr. Dieses Jahr wird ein sehr spannendes Jahr werden, davon gehe ich aus. Ich habe jetzt nur heute mal die News angesehen, also es gibt schon wieder News heute. Und wir werden ja jedes Mal nach dem Webinar die aktuellsten Informationen bekannt geben. Wir geben sie auch in unsere Chatgruppen, für diejenigen, die in den Chatgruppen sind. Also man merkt, die Weihnachtszeit ist vorbei, es geht langsam wieder los und wir haben ein sehr, sehr spannendes Jahr vor uns, das spannende Jahr der Verträge, der Verwirklichungen bei dieser einzigartigen Technologie. Ja, herzlich willkommen zu unserem Webinar Skyway, die Hightech-Seitentechnologie des innovativen und Visionärs Anatoly Eduardowitsch Junitsky. Um was geht es heute? Welche Themenbereiche? Wie immer natürlich um den Gründer, die Vorteile dieser grandiosen Technologie, die Technologie selbst, mein Steckenpferd, wie sicher viele wissen, die Verkehrsmittel, die eingebunden sind, den Ökotechnopark, der wie gesagt in den letzten Wochen und auch in den nächsten Wochen eine ganz große Rolle spielt und der eben über Crowdfunding auch finanziert wird. Die Vermarktung dieser Technologie, die Projekte selber und was gibt es an Bestellungen. Zum Schluss sollten noch Fragen sein, eben zur Fragerunde. Nun, zuerst kommen wir eben zu dem Gründer, zu dem Erfinder, zu dem Wissenschaftler und Visionär dieser Technologie, Anatoly Eduardowitsch Junitsky. Man sieht es hier, er ist eine Persönlichkeit. Mich persönlich spricht er unglaublich an. Er hat eine seiner Broschüren, auf die so viele heiß wären, in der Hand, in der einfach alles schön beschrieben ist. Ich habe Gott sei Dank eine, aber die kann ich euch leider nicht zur Verfügung stellen, brauche ich immer selber. Aber diese Broschüre und es gibt auch eine technische Broschüre ist wirklich sehr gut aufgebaut. Wir haben leider im Augenblick für diejenigen, die es interessiert, nicht verfügbar. Wir wissen auch nicht, wie wir drankommen können. Sobald wir das wissen, glaubt mir es, werdet ihr es erfahren. So, wer ist Junitsky? Er ist der Autor von 140 Erfindungen, wobei 30 seiner Erfindungen bereits in der ehemaligen UdSSR umgesetzt wurden, mit einem hohen wirtschaftlichen Nutzen, nämlich von mehr als 100 Millionen Rubel. Er ist der Verfasser von 18 wissenschaftlichen Monographien. Das sind einfach Arbeiten, die sich mit einem Gegenstand befassen. Und der Verfasser von mehr als 200 wissenschaftlichen Arbeiten. Er ist Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautics seit 1986. Und aus dieser Zeit, aus seiner Astronauten- und Kosmonautenzeit, stammt auch die Idee ursprünglich Spaceway, jetzt aber die abgespeckte Version Skyway. Wobei ich hierzu erwähnen darf, muss fast diese Vision Spaceway wurde jetzt auch in Amerika aufgegriffen. Die haben auch diese Idee gehabt, den Transport ins Weltall zu verlagern. Und da gibt es tatsächlich jetzt schon Verhandlungen mit Baburin. Also wer weiß, ob sich nicht das auch noch verwirklicht in absehbarer Zeit. Dann ist er Mitglied der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften seit 2000 und natürlich der Erfinder und Chefingenieur dieser grandiosen Skyway-String-Technologie, dieses Transportsystems. Dieses Transportsystems, das meines Erachtens in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, bis zu 50% des Transportsystems ausmachen wird. Warum das so ist, das erfahren Sie sicher, wenn ich dann eben über die Technologie spreche. So, hier haben wir ein Dokument, das ist die Anerkennung beim russischen Verkehrsministerium. Um diese Anerkennung hat Junitsky gerade mal 15 Jahre gekämpft. Und er hat es letztes Jahr im Februar dort nochmal über mehrere Stunden referiert und endlich im März vergangenen Jahres dieses Dokument erhalten. Das heißt, die Anerkennung als innovative und einsatzbereite Technologie. Dann hat er natürlich auch schon zahlreiche Patente und Auszeichnungen zu seiner Technologie. Ich gehe aber hier nicht im Einzelnen drauf ein. So,
Jetzt kommen wir zu den Vorteilen. Was ist denn Skype überhaupt? Warum ist es denn überhaupt so interessant? Sie werden sagen, es gibt so viele Transportmöglichkeiten, Straßenbahn, Bus, U-Bahn, Auto, was weiß ich, Schiffe, Flugzeuge, alles Mögliche. Nun, Skype ist ein besonderes Transporttechnologiesystem, das sich auf der zweiten Ebene befindet, auf einem speziell konstruierten Stringsystem oder einer Stringstruktur. Ähnlich wie zum Beispiel bei einer Seilbahn in einer Höhe von, ich sage jetzt mal 15 bis 30 Metern, im Stadtverkehr vielleicht zwischen 6 und 10 Metern in der Höhe. Man sieht hier auf den Bildern schön, dass es eben nicht unten sich auf der Erde befindet, sondern in der Luft. Zudem hat diese Stringstruktur noch multiple Lösungsmöglichkeiten. Das heißt, man kann hier auch die Infrastruktur einbauen, man kann hier Stromleitungen einbauen, man kann hier Telekommunikationsleitungen einbauen, sodass auch hier diese Kabel nicht mehr in die Erde verlagert werden müssen. Es muss nicht mehr aufgegraben werden, die Straßen zerstört werden, was weiß ich alles, sondern es kann in diese Stringstruktur bequem mit eingebaut werden, was natürlich einen hohen wirtschaftlichen Nutzen auch hat. So, wo liegen die Vorteile dieser Skype-Technologie? Nun, da gibt es verschiedene Faktoren. Einerseits natürlich in der Verkehrssicherheit. Und wir sehen immer bei jedem Vorteil hier auch diesen Vergleich mit anderen Systemen. Ich erwähne jetzt einfach mal hier die Systeme, die im Vergleich stehen. Skype ist immer grün, das oberste. Dann kommt das Eisenbahnsystem, die Kraftfahrstraßen, das heißt die Autos, dann die Einschienenbahn, also auch in der Luft, und die Magnetschwebebahn, mit der Skype oftmals von Laien verglichen wird. Aber glauben Sie mir, kein Vergleich. Absolut kein Vergleich. Weder im Umweltbereich noch im ja, ökologischen im Verbrauch und so weiter. Wir werden das hier ganz deutlich merken dann bei den Vergleichsbalken, worauf ich Sie hinweise. Und Sie werden feststellen, immer ist Skyway als grünes weit im Voraus, weit sind die anderen rückläggig. So, warum ist die Verkehrssicherheit so interessant? Nun, keine Kollisionsgefahr, wir befinden uns auf der zweiten Ebene. Hohe Stabilität der Schienenfahrzeuge, bedingt eben durch das Anti-Entgleissystem, das hören wir heute noch, und die Einzelradfederung. Das ist ganz wichtig eben, damit das Ganze nicht entgleisen kann und eben auf der Schiene in der Höhe sicher sich bewegen kann. Dann hoher Schutz bei Überschwemmungen, Stürmen und so weiter. Warum Überschwemmungen sind hier völlig uninteressant? Das kommt eben auf die Höhe an. Irgendjemand hat auch mal gesagt, wie ist es denn im Meer draußen mit Ebbe und Flut? Die Frage, muss ich sagen, ist lächerlich, weil Ebbe und Flut wird sicherlich nicht auf 10 oder 15 Meter Höhe gehen. Und wenn ja, dann baut man einfach höher. So, und wenn man bedenkt, dass es auf den Straßen zum Beispiel 1,24 Millionen Verkehrstote weltweit gibt, mit Tendenz zu 50% Zunahme, dann ist die Kollisionsgefahr hier meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Faktor, also zum Thema Verkehrssicherheit. Dann natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der heutigen Zeit, Umweltfreundlichkeit. Man kämpft ja immer wieder, wie kann man unsere Umwelt schonen, wie kann man durch diesen zunehmenden Verkehr und alles, was damit verbunden ist, trotzdem noch die Umwelt irgendwie im Griff bekommen, wird immer schwieriger, es werden Abkommen abgeschlossen, die nicht eingehalten werden und so weiter. Skype könnte hier einen ganz, ganz wichtigen Faktor dazu beitragen. Erstens, keine staubbildenden und umweltschädlichen Erdaushübe und Erdaufschüttungen. Zum Beispiel Straßenbau. Man muss das Ganze zur Seite schieben. Man muss Berge auf. Man muss Schutzwälle bauen. Brauchen wir alles nicht. Niedrig im Energiebedarf. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Erstens, damit wir unsere Ressourcen schützen, damit wir keine Emissionen haben, wie zum Beispiel beim Diesel, bei Kraftstoffen. Je mehr wir Spritverbrauch haben und desto höher sind auch die Ausstöße, die Emissionen. Hier die Skyway-Bahn wird bevorzugt mit Elektrizität und das mit erneuerbaren Energien genutzt. Keine Störungen bei Tierwanderungen. Wir hören das ja immer wieder, Froschwanderungen und so weiter. Versucht man umzuleiten. Oder hier, man sieht es bequem, die Kühe können unten liegen, grasen. Die paar Pfeiler hier, die stören die Kühe überhaupt nicht. Keine Eingriffe in den Grundwasserspiegel, auch ein wichtiger Faktor. Keine Abgase, Tausatz, alles, was in den Boden einfließt, haben wir nicht.
keinen Reifenabrieb. All das fehlt hier, wenn man hier verstärkt Skyway ausbaut. Dann zum Thema Behaglichkeit, Komfort. Wir sehen überall, die grünen Balken sind immer weit abgeschlagen im Vorteil. Wir haben hier eine hohe Ebenheit der Schienen. Die Schienen sind miteinander verbunden, schnittfrei. Sie werden den Begriff heute nochmal hören. Das heißt einfach, sie werden natürlich verbunden, miteinander verschweißt, aber das wird ganz eben abgeschliffen, sodass man nicht merkt, wo einfach diese Stellen sind, wo es miteinander verknüpft wird. Geringes Fahrgeräusch, bedingt durch diese hohe Ebenheit, durch diese Schnittfreiheit. Aber auch noch durch weitere Faktoren, die ich noch erwähne. Kurze Wartezeit, man spricht von Tür zu Tür, ja, Bewegung, das werden wir später noch hören. Dann automatische Steuerung, leichtes Anlaufen und Beschleunigen und Abbremsen. Warum? Wir haben keine Kreuzungen. Das Ganze wird über Kurvensysteme, über Türme abgewickelt, indem einfach, wenn ich die Richtung wechsle im Kurvensystem oder ich steige aus, fahre in eine andere Richtung und das mache ich in einem Turm. Überall kurze Wege, werden wir alles noch sehen. Dann natürlich wichtige Faktoren, die Baukosten. Hier sieht man es auch ganz krass. Skyway mit 100%, die Eisenbahn das Doppelte, allein die Straßen das Vierfache, aber ganz krass, Magnetbahn das 18-fache. Auch bei den Betriebskosten. Warum sind die Baukosten günstig? Wenig Flächenbedarf. Ist einleuchtend, brauche ich, glaube ich, nicht im Detail erklären. Die Pfeiler brauchen nicht so viel Platz. Geringe Kosten für Erdarbeiten, auch einleuchtend. Die Pfeiler erfordern keine großen Erdarbeiten. Höchstens mal, wenn man so einen Ankerpfeiler, ein bisschen mehr Platz. So, man braucht auch, ich sage jetzt mal, wenig Platz, wenig Enteignungen von Grundstücken oder gar keine. Wesentlich geringerer Bedarf an Stahl und Stahlbeton im Vergleich zu anderen Systemen. Dann bei den Betriebskosten, ja klar, die Spritkosten alleine, ein wichtiger Faktor, werden wir heute noch hören, unter einem Liter Benzin bei 500, bei 100 Kilometern, bei 5 Tonnen, unglaublich, bei diesen Highspeed-Bahnen zum Beispiel, ich komme ja heute noch dazu. Dann, oder wenn man Elektrizität unter, also bei 9,2 Kilowatt im Vergleich zu 1100 Kilowatt zum Beispiel, würde man das mit Last, mit LKWs transportieren, die gleiche Technologie. Also auf der Straße mit Luftreifen, Pneumatiktechnologie. Ja, hohe Geschwindigkeiten, das heißt schnelles von A zu B, spart natürlich auch Kosten. Automatische Steuerung, bedienarmes System, ich brauche keine Menschen, die bezahlt werden müssen. Risikofaktor fehlt auf der einen Seite, aber natürlich auch der Kostenfaktor Mensch. Ist alles computergesteuert. Und dadurch natürlich eine hohe Rentabilität und eine sehr, sehr kurze Amortisationszeit. Man spricht von 3 bis 5 Jahren. Das ist gar nichts für solche Systeme. Wenn man bedenkt, dass bei der Eisenbahn schon alle 5 Jahre die Schienen erneuert, wieder der Untergrund erneuert werden muss, bei dem ja, Schienensystem von Skyway ist das vielleicht mal nach 50 Jahren erforderlich oder sogar noch längere Zeiten. Also hier extremer Unterschied zu allem, was bisher schon auf dem Markt ist. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze von seitens der Technologie noch etwas an. Hier unten im Bild, ich gehe mal mit meinem Pfeil, wenn er mit mir mitspielt, hin zur Schiene. Wir sehen sie dann nochmal, hier haben wir in der Mitte den String. Das ist nichts anderes als ein Bündel extrem straff vorgespannter Stahldrähte. Die sind umgeben von einem Befestigungselement und dieses ist wiederum befestigt hier in diesem Schienengehäuse mit Schrauben, was auch immer. Und zwischendrin dieser Leerraum, der übrigens auch Platz findet für diese Kommunikationsleitungen, hier wird ausgefüllt mit einem Spezialbeton. Und obendrauf haben wir eben zum Beispiel bei der Hochbahn hier den Stahl, die Schiene. Hier sieht man schon diese Ebenheit, diese Breitheit. Aber zurück nochmal zu diesem Spezialbeton. Der hat nämlich eine ganz wichtige Rolle, weil Beton gibt es ja schon lange. Warum spreche ich von Spezialbeton? Der hat eine ganz bestimmte Körnung. Durch die Körnung kann man den Stahl, der ja eigentlich sehr laut wäre, ne, wenn man das nur mal sieht, wenn man gegen Stahl klopft, wie laut das ist und wie der Widerhall ist, wie auch zum Beispiel bei einer Klangschale wird es ja bewusst genutzt.
Das möchte man ja draußen nicht. Man möchte ja diesen Lärm nicht. Und durch diesen Spezialbeton mit dieser speziellen Körnung erreicht man, dass dieser Widerhall, diese Schwingung unterbunden wird und dadurch wird das Ganze sehr, sehr leise. Wesentlich leiser als alle herkömmlichen Systeme. Und zudem hat dieser Spezialbeton noch eine weitere Aufgabe, nämlich er dient der Stabilisierung. Und wer vielleicht zugehört hat bei der, ich sage immer, bei der Jungfernfahrt vom Unibike, da hat man gehört, oh, das ist aber gar nicht so leise, das quietscht etwas. Ja, das war tatsächlich der Fall, denn die erste Fahrt mit 60 Stundenkilometer fand auf der leeren Schiene statt. Das heißt, ohne Spezialbeton und so weiter. Warum? Weil diese Befüllung gehört zum Zertifizierungsprozess dazu und das hat er erst danach alles gestartet. Das nur kurz zur Information. So, bei der Schiene gibt es drei verschiedene Systeme. Es gibt die flexible Schnittfreistringschienenstruktur. Die wird hauptsächlich natürlich im Gebirge, ähnlich wie für eine Seilbahn, genutzt. Anstelle einer Seilbahn, man muss hier natürlich höher in die Luft drauf und da muss das Ganze etwas flexibler sein. So, dann hat man die Schiene, die halbstarre schnittfreie Stringschienenstruktur, das ist das sogenannte Hängebrückenmodell, das werde ich heute noch ein bisschen näher erläutern. Bei den oberen Systemen kann man bis zu 150 Stundenkilometer zurücklegen. Und dann haben wir noch die starre Konstruktion der Stringschienenstruktur. Hier können wir bis zu 500 Stundenkilometer zurücklegen. Und das wird natürlich hauptsächlich verwendet auf geraden Strecken, Überlandstrecken oder Regionalstrecken. Und das Interessante hierzu gibt es eben eine Formel. Ich habe es schon angeschnitten. Im Vergleich, wenn man ein Fahrzeug, so eine Schnellbahn hier wie im Bild, mit 5 Tonnen, 100 Kilometern, mit einer Geschwindigkeit von 450 Stundenkilometern vorwärts bewegt, dann bräuchte man mit einer Reifentechnologie, Pneumatiktechnologie, 1100 Kilowatt Strom. Bei der Skyrail-Bahn braucht man gerade mal 9,2 Kilowatt. So, und wenn man jetzt bedenkt, dass das Ganze mit ökologischen Stromerzeugungen verwendet wird, zum Beispiel Sonnenenergie, Windenergie, Wasserenergie, was gerade in der Umgebung vorhanden ist, dann können wir uns vorstellen, wie vorteilhaft das Ganze für unsere Umwelt ist. So, dann kommen wir zu einem weiteren Faktor, der eine wichtige Rolle spielt, auch erstens im Bereich zum Lärm, nämlich die Windschnittigkeit, die Aerodynamik. Beim Lärm natürlich, je weniger Windwiderstand, desto weniger Lärm. Das eine. Der zweite Faktor natürlich, je weniger Windwiderstand, desto weniger Energiebedarf. So, und hier mein Vergleich. Wir haben hier bei der Skyway-Bahn den Faktor Widerstand 0,05. Hier gibt es keinen Wert, wer sich hier wundert. Ich habe nämlich hier extra nachgeschaut. Im Vergleich hier schon mal die Schnellbahn bei der Eisenbahn, die ja auch relativ gut ist mit 0,2 Windwiderstand. Denn wenn man ein zum Beispiel Ferrari, so ein Sportfahrzeug hat, hier hat man schon 0,3 bis 0,4 Windwiderstand. Und die wollen natürlich auch möglichst wenig Widerstand, damit sie schnell fahren können. Also dann kann man sich vorstellen, wie sehr man hier auch Kosten einsparen kann und wie sehr man auch Lärm einsparen kann. Und das sind ja alles Faktoren, gerade Lärm, finde ich, ist in der heutigen Zeit auch sehr, sehr wichtig. So, wie kann man noch Energie einsparen? Eben durch dieses Hängebrückenmodell. Hier ein Beispiel. Es gibt Beispiele von 500 bis 2 Kilometern. Hier ein Beispiel 1000 Meter mit einer Geschwindigkeit von 113. Jetzt mag mein Pfeil wieder nicht mehr. Gut, dann eben nicht. Fange ich nochmal von vorne an. So, mit einer Geschwindigkeit von 113,8 Stundenkilometern und hier mit, wenn ich von hier nach unten in die Mitte 50 Meter in die Tiefe und dann wieder die 50 Meter in die Höhe bewege, dann kann ich das, so ist es ausgerechnet, mit tatsächlich null Energie von A nach B transportieren. Hier sieht man es zum Beispiel bei Türmen im Wasser. Das sind hier zwei schwimmende Inseln. Das kann man tatsächlich so berechnen, dass man
mit null Energie das Ganze vorwärts bewegen kann. Warum? Man nutzt hier einfach die Gravitation, das heißt die Erdanziehung aus. Nach unten, ja, die Erde zieht ja nach unten, also brauche ich keine Energie nach unten. Und als Gegenpol, das heißt nach oben, die Bremswirkung durch die, eben durch die Erdanziehung, sodass ich auch keine Bremsleistung brauche und auch hierzu keine Energie brauche. Und so können wir tatsächlich von A nach B komplett ohne Strom, ohne Diesel, was auch immer, eben das, die Fahrzeuge vorwärts bewegen. So, dann haben wir einen weiteren Faktor, den ich schon angesprochen habe, nämlich das Anti-Entgleissystem. Ja, die Leute haben mich schon gefragt, gerade in der Anfangszeit, ja, wie ist es, wenn das da auf dieser Höhe, vor allem mit 30 Meter, das ist schon etwas unheimlich, wenn jetzt auch noch ein Sturm ist und die fahren hier mit einer riesen Geschwindigkeit. Ja, da ist ein spezielles Anti-Entgleissystem eingebaut. Man sieht es hier schon hier in diesem Kreis, wie dieses Rad fährt an der Seite an der Schiene mit. Jetzt, wenn zum Beispiel ein Sturm käme und das Ganze würde entgleisen, dann würde das hier unten laufen und das hier seitlich, das heißt bei 180 Grad Drehung, also wenn komplett nach unten kippen würde, würde es nicht entgleisen, dank dieses Anti-Entgleissystems. Also auch an das ist gedacht. Man sieht hier auch ganz deutlich bei dieser Schiene, da kommen wir gleich noch näher dran, dieses Rad, das liegt hier extremst flach auf, keinerlei hier an der Seite Zwischenraum, und das spielt auch eine ganz wichtige Rolle in Bezug auf Lärm, denn wenn man bremst oder beschleunigt, es kann nichts quietschen, weil, hier haben wir den Vergleich zur Eisenbahn. Hier ist ein Eisenbahnrad, man sieht hier an der Seite, es könnte hier ein bisschen so nach oben, nach unten wackeln. Hier ist ein kleiner Zwischenraum, hier ebenso. Das führt einerseits natürlich zur Abnutzung, andererseits auch zum Quietschen beim Bremsen. Hier die Skywaybahn liegt ganz eben auf. So, und der weitere wichtige Faktor ist, natürlich kein Widerstand, kein Luftwiderstand, Lärm, wenig Energiebedarf. Wieder. Immer, wir finden auch immer diese beiden Faktoren, Lärm, wenig Widerstand, immer wenig Bedarf an Energie. So, und ein weiterer ganz, ganz wichtiger Faktor, sehen Sie hier beim Motorrad in Bezug auf Lärm, ist ja, das wissen wir von den Autos und so weiter, das sind die Getriebe. So, Skyway hat aber die Getriebe nicht im Fahrzeug, sondern Skyway hat die Getriebe in diesem speziellen Motorrad. Dieses Motorrad ist auch patentiert und wird auch Unitsky nicht aus der Hand geben. Das heißt, dadurch, dass es der Antrieb hier in diesem Motorrad ist, haben wir einen wirklich weiteren wichtigen Faktor, der eben zur Lärmeinschränkung eine wichtige Rolle spielt. Und das sind natürlich alles Sachen, die momentan sehr, sehr viele Länder hochinteressant finden. Und hier haben wir noch einen Faktor zum Thema Technologie. Man nutzt alles schon auch um, alles was schon vorhanden ist, nämlich um das Ganze zu steuern, um es effizient auszunutzen. Die Skyway-Bahnen können tatsächlich mit einem Abstand von 2 Sekunden fahren. Ja, sei es im Frachtbetrieb, Cargosystem, ein Riesenthema bei der Skyway-Bahn, das wird auch das Startthema sein, aber auch bei hohen Verkehrsleistungen, zum Beispiel im Berufsverkehr. Wir wollen ja hier eine Bahn nach der anderen, wir wollen ja die Menschen so schnell wie möglich nach Hause befördern. Und das geht natürlich hier mit diesen Bahnen, man kann im Bedarfsfall wirklich alle 2 Sekunden starten, in allen möglichen Größenordnungen sind die Fahrzeuge, und das Ganze wird gesteuert über schon vorhandene Steuersysteme, zum Beispiel Stereokameras, Laserstreckenmessgeräte, Radar, was auch immer, Lichtschranken, keine Ahnung, was es da alles so gibt. All das wird genutzt, weil was soll man neu erfinden, was schon gut ist und vorhanden ist. Und wie gesagt, das wird natürlich alles auch computergesteuert. Also wirklich, man hat an alles gedacht. So, und wo wird diese Technologie idealerweise eingesetzt? Im Grunde überall. Ich habe es eben schon erwähnt, ich vermute mal, dass die Starts sind die Unibikes und vor allem der Gütertransport. Aber auch geplant sind schon Strecken eben für Highspeed und so weiter, auch für wir werden heute noch eine kennenlernen, die aktuell in Moskau schon geplant ist. Also überall wird verhandelt, unglaublich,
was hier diese Technologie an Anklang gefunden hat. So, im Gütertransportbereich, da werden auch alle Sparten abgedeckt, nämlich Transport von Schüttgut, zum Beispiel Kohle, Baustoffe, Eisenerz, was auch immer, soll es Diamanten sein, keine Ahnung, Containertransport, Transport von besonderen Gütern, das können auch gefährliche Güter sein, die werden da oben wesentlich besser transportiert, als wenn es auf der Straße ist, wo die Kollisionsgefahr noch ist. Dann Stückgutbeförderung, zum Beispiel Baumstämme, Walzgut und so weiter. Aber auch Beförderung von Flüssiggütern wie Milch, Wasser, aber ganz interessant auch Erdöl, Erdölerzeugnisse und Erdgas. Cargosystem. Oder auch Personenverkehr, auch in der Schifffahrtsindustrie interessant. Man könnte die Häfen nach draußen verlagern, spezielle Skyway-Häfen, die Bahn fährt raus, alles wird draußen beladen, alles automatisiert, aber auch Personen kann man natürlich draußen auf die Schiffe, sodass der Strand wieder den Menschen gehört. Das muss natürlich angepasst werden an die Seehäfen, an die Tiefen und so weiter. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, das ist, glaube ich, nicht notwendig. Dann wichtige Branche, die sicherlich hier einspringt. Ich habe mich in Jumala mit einer Dame unterhalten, die ist Investorin, aber die arbeitet bei der Erdöl- und Erdgasindustrie, hat da einen hohen Rang. Und ihr sagt auch, dort ist das ein ganz großes Thema, diese Technologie. Warum? Wichtiger Kostenfaktor, 35 bis 40% weniger Kosten. Dann ist das Ganze unabhängig von der Geländegestaltung. Wenn ich jetzt eine Pipeline habe, muss ich natürlich schauen, dass es hauptsächlich nach unten geht, weil wenn es nach oben geht, brauche ich wieder Pumpen, kostet unnötig Geld, Energie und Material, sage ich jetzt mal. Der Betrieb ist möglich bei tiefstmöglichen Temperaturen, aber auch bei hohen Temperaturen, bei Schnee, egal welches Wetter, spielt überhaupt keine Rolle. Dauerfrost spielt keine Rolle, was bei einer Pipeline ganz anders sein kann. Transport von anderen Gütern ist möglich. Das heißt, bei der Skyway-Bahn, ja, wenn ich hier mir das ansehe, ich würde hier eine Skyway-Bahn fahren lassen. Ich kann hier in solchen Kapseln Flüssigkeiten sogar nach Qualitäten sortiert transportieren. Ich kann aber auch andere Cargosysteme fahren lassen. Ich kann Hochbahnen, ich kann Tiefbahnen gleichzeitig fahren. Ich kann Personenverkehr auf der gleichen Schiene transportieren. Ich kann in verschiedene Richtungen, kann oben in die eine Richtung und in die andere Richtung fahren, was bei Pipelines alles nicht möglich ist. Und genau das sind die Riesenvorteile eben von Skyway auch für die Erdölindustrie. Und dann natürlich für die Verkehrsindustrie, sprich Personenbeförderung oder eben Frachttransport. Wir haben natürlich auf der einen Seite wie jetzt auch schon den überregionalen Verkehr, den interregionalen Skyway-Verkehr in diesem Fall. Vergleiche zum Beispiel Intercity Regionalbahn, die kommt gleich noch. Bei dem Intercity im Vergleich, hier nehmen die Skyway-Bahn, die hat Geschwindigkeiten bis zu 500 Stundenkilometern. Das ist Fluggeschwindigkeit, Kapazität über 100 Fahrgäste. Auch natürlich, hier gibt es größere, kleinere Fahrzeuge und mit einem Verbrauch bei 360 Stundenkilometern unter einem Liter, man spricht von 0,7 bis 0,9 Liter pro 100 Personenkilometern. Was heißt das? Nichts anderes. 100 Personen werden 100 Kilometern mit dieser Bahn bei 360 Stundenkilometern vorwärts bewegt. So, das gleiche im Vergleich bei der Regionalbahn und im Stadtverkehr. Regionalbahn Höchstgeschwindigkeit bis 300 Stundenkilometer. Und da eben hier auch über 100 Fahrgäste, es gibt Bahnen bis zu 160 meines Wissens, dann würde man Kraftstoffverbrauch Diesel nehmen, das kann sich jeder vorstellen, 0,5 bis 0,7 Liter. Also wie gesagt, Schwerpunkt wird aber immer die Elektrizität genutzt, soweit vorhanden. Man kann aber auch Elektrizität nutzen, man kann Batterien nutzen, man kann, was weiß ich, Dieselmotoren mit einbauen, Benzinmotoren. Alles, was es gibt, es können verschiedene Möglichkeiten in einem Fahrzeug integriert werden. So, hier auch wieder bei Personenkilometer bis 200, eben weit unter einem Liter. So, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit des Stadtverkehrs.
Hier, das sehen wir eben ein Bild, Stadtverkehr. So, hier haben wir Höchstgeschwindigkeiten bis zu 150 Stundenkilometern und das auch hochinteressant, eine Beförderungsleistung bei über 20.000 Fahrgästen pro Stunde möglich. Man spricht bis zu 25.000. Das ist krass. Und kostet 20 bis 30, also Fache, das 20 bis 30-fache weniger wie eine U-Bahn. Können wir uns gut vorstellen. Die U-Bahn, wobei ich da noch dazu sagen muss, keine Erdaushöhlungen, die meines Erachtens vielleicht auch eine wichtige Rolle für Erdbeben und so weiter führen. Das brauchen wir alles nicht. Im Vergleich zur Straßenbahn wesentlich kostengünstiger. So, und dann kommen wir nochmal zu unserem Frachtsystem. Wir sehen es hier schön im Bild. Das sind natürlich Überlandfahrzeuge, hier die große Bahn. Hier können wir auch verschiedene hintereinander fahren mit einer Tragfähigkeit bis zu 100.000 Tonnen. Also auf dieser Schiene, diese Belastungsmöglichkeit ist unglaublich. Die fahren mit bis 120 Stundenkilometer und jetzt haltet euch fest, eine Beförderungsstrecke bis 5.000 Kilometer. Sagt ein LKW, der das machen kann, das geht gar nicht, der muss ja Pausen einhalten. Und im Jahr sogar 250 Millionen Tonnen pro Jahr. Gut. Das ist für mich jetzt schon fast nicht mehr nachvollziehbar, für Sie vielleicht auch nicht so unbedingt. Es gibt hier natürlich nicht nur die Hochbahnen, die natürlich eine ganz andere Leistung, es gibt auch Hängemodelle, so wie diese hier. Ja, die haben etwas weniger Belastbarkeit, kann man sich ja gut vorstellen, nämlich Tragfähigkeit bis 5 Tonnen, Geschwindigkeit auch wesentlich niedriger bis 40 Kilometer, wird also sicherlich im näheren Bereich eingesetzt. Vielleicht zum Hafen hin könnte ich mir gut vorstellen. Dann Beförderungsstrecke trotzdem bis 200 Kilometern und die Beförderungsleistung liegt eben bei 50 Millionen Tonnen pro Jahr. Und wir sehen es hier auch, das Ganze ist immer gesteuert, hier ganz deutlich sichtbar über Strom, Internet, Telefon und Funkleitsysteme. Also der Mensch spielt hier so gar keine große Rolle mehr, denn auch die Beladung, das werden wir später noch sehen, oder haben wir eben gesehen, Entschuldigung, gehe nochmal kurz zurück, die Beladung hier, das ist alles automatisiert, sogar während der Bewegung, vor allen Dingen hier in Sekunden werden hier mehrere Tonnen verladen. So, hier auch ganz wichtig im Frachtbereich, ganz links im Bild, wo mein Pfeil sich herumtreibt. Hier haben wir eine Überlandstrecke, was ein wichtiger Faktor wird jetzt in Australien dieses Jahr. Da wird auch die Zertifizierung sogar schon in Australien stattfinden im Cargosystem, im Frachtsystem. Warum? Weite Strecken sind natürlich optimal, kostengünstig. Man sieht es ganz deutlich hier auch. Wetterunabhängig, ja, topologieunabhängig, wetterunabhängig, Verschwemmungs- und Überschwemmungsunabhängig, nutzbar, keine Ausfälle, weil es jetzt hier alles ausgehöhlt hat, keine LKWs, wir werden da noch ein Bild dazu sehen, wie das in Australien bisher gehandhabt wird. All das ist nicht notwendig, man kann immer fahren, egal ob kalt, ob Sturm, ob was weiß ich. So, dann hier nochmal zu den Verkehrsmitteln. Hier mittig, wo mein Pfeil wieder ist, haben wir ein oder zwei Modelle des Unibikes auf einer Einschienenhängebahn. Rechts im Bild zum Beispiel Hochgeschwindigkeitsverkehrssystem gibt es ja auch, kleiner Größe. Hier eine Hängebahn, zum Beispiel Stadt- und Regionalbahn, gibt es natürlich auch als Hochbahn. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Hier ein paar Beispiele, wie es in der Stadt aussehen könnte. Links wieder zweischienig, hier zum Beispiel die Hochbahn oder zweischienig rechts als Hängebahn. Es gibt wirklich, ich habe die Broschüren, unglaublich viele Modelle jetzt schon. Dann haben wir hier zwei interessante Beispiele vom Unibike. Und hier möchte ich ein bisschen näher noch mal kurz eingehen. Und zwar ganz besonders am Beispiel dieses rechten Modells. Also es gibt hier, wie gesagt, Hängemodell, es gibt hier Einschienen, Hochbahn. Und dieses Unibike, das ist tatsächlich in der Vision, und das kann ich mir auch gut vorstellen, die wollen also bis zu 1 Million von diesem Unibike im Jahr produzieren, das soll künftig auf verschiedenen Strecken das Auto ersetzen. Das Ganze ist alles, wie gesagt, computergesteuert. Ich brauche es nicht mehr selber steuern. Ich steige ein, stelle meinen Computer ein, sage, ich möchte jetzt von da nach da. Und dann kommt
oben angesaust, eine Aufhängung, die hängt mich an. Ich habe also nicht mehr meine eigene Motorisierung, die ja sehr teuer ist, dabei, sondern die hängt mich an oder ich hänge mich bei der Schiene hier unten an. Wie das genau konstruiert ist, ich bin kein Ingenieur, weiß ich noch nicht. Fakt ist, dass es so kommen wird und deshalb werden diese Fahrzeuge tatsächlich im kleineren Bereich, vielleicht bei ein Personen, schon ab 1000 Euro später mal ja, erhältlich sein. Sie gibt sie von 1 bis 5 Personen und hier dieses Spezialglas hat auch eine besondere Funktion, nämlich es ist wärmedämmend, aber auch wärmeschützend. Zum Beispiel, wenn es draußen heiß ist, wird es innen, das ist natürlich klimatisiert, klar. Wir haben ja hier das Smartphone und nicht das normale Handy, im Vergleich jetzt zum Auto. Aber diese Scheibe hier, wie gesagt, schützt, dass die Kälte draußen bleibt und innen die Wärme oder auch umgekehrt. Und das Ganze ist auch sehr sicher im Vergleich, wenn jetzt zum Beispiel mit einem Hammer mit 35 Kilo draufgeklopft wird, Punkt, dann würde das nicht zerbrechen. Also so haben sie es uns damals in Jurmula erklärt. Also wirklich mit allen Funktionen. Übrigens kann man das Unibike dann auch mal ausstatten lassen mit Fitnesscenter, mit irgendwelchen Messgeräten, die unsere Körperfunktionen messen, zum Beispiel Blutdruck, was weiß ich, was alles da möglich sein wird. Und das wird dann weitergeleitet, computergesteuert an die Klinik oder an den Arzt, der misst es und sagt, du bist gesund oder hör zu. Du solltest vielleicht mal wieder vorbeikommen, bei dir stimmt irgendwas nicht. Und das alles wird später mit dem Unibike ja, möglich sein. Und genau aus diesem Grund hat sich auch dieser Spitzensportler, dieser Vize-Weltmeister im Bodybuilding dafür interessiert. Er möchte das Unibike ja später und will sich auch mit einbringen mit seinen Ideen als Fitnesscenter während der Fahrt ausnutzen. So, hier haben wir ein paar Beispiele, wie es dann im Überlandverkehr aussehen könnte. Hier haben wir ein paar Beispiele, wie es die Bahnhofslösungen sind. Hier auch integriert eben diese Kurvensysteme, denn wenn man um die Kurve will, braucht man hier diese Kurvenelemente. Das sieht man hier. Hier hinten geht auch die Schiene weiter. Dann haben wir wieder weitere Bahnhofssysteme hier, wie es zum Beispiel in einen Turm integriert wird. Ganz deutlich hier erkennbar, was immer wieder bei Skyway sein wird und da werde ich heute noch ein bisschen was dazu erwähnen bei den News. Man baut hier immer die Ökologie mit ein. Hier werden Bäume gepflanzt, hier werden Parks aufgebaut in den Bahnhofslösungen. Hier, so könnte es zum Beispiel über Autobahnen aussehen. Also auch hier, man muss sich das mal vorstellen, ist noch nichts da, aber die ganzen Lösungen sind schon auf Papier da. Hier so könnte es aussehen, die sogenannte lineare Stadt. Lassen wir diesen Begriff mal auf uns wirken. Was bedeutet lineare Stadt? Ganz einfach. Der Transport gehört in die Luft. Egal auf welcher Ebene. Hier linear in verschiedenen Ebenen. Und unten die Erde. Die ist wieder unser. Unsere Häuser, unsere Gärten und vielleicht noch die nötigsten Straßen, neue aufgebaute Städte werden wahrscheinlich ohne Straßen funktionieren. Und so, dass wir wieder das haben, was früher auch unser war. Die Erde, die Natur ist unser. Der Transport in die Höhe. Das ist das, was Junitzki in seiner Vision hat mit der linearen Stadt. Und so könnte es zum Beispiel in den Bergen aussehen. Also ich persönlich finde es interessant. Wir haben ja auch ganz bewusst hier den Text weitgehend weggelassen, damit Sie sich das mal vorstellen können. So, nun komme ich zu dem Projekt, das derzeit eben über Crowdfunding finanziert wird. Eine Möglichkeit, wie es sie noch nie für ein Weltprojekt gab. Ein so Riesenprojekt über Crowdfunding zu finanzieren. Bisher gibt es natürlich Crowdfunding für kleinere Unternehmen, für irgendwelche Wissenschaftler oder Erfinder, die sagen, Mensch, ich habe hier eine Wahnsinnsidee, aber ich habe das Geld nicht. Dann kann man über Crowdfunding, über Privatinvestoren das Ganze unterstützen. Es wird geprüft und dann bietet man das an. Das gibt es schon immer.
für kleinere Projekte. Aber es gab es noch nie für ein Projekt in dieser Größenordnung. Und das ist die einzigartige Chance, die wir haben. Das ist auch das, warum ich mich so einsetze. Denn es ist eine Möglichkeit, auch für den kleinen Mann an so einem Projekt einmal dabei sein zu können. Es war es bisher immer nur den großen Investfondsfirmen vorenthalten war. Jetzt, Junitzki ermöglicht uns hiermit gleich dabei zu sein. Und davon an der gesamten Kapitalisierung dieser Technologie zu profitieren. So, und wir haben jetzt die Möglichkeit, uns hier einzubringen in diesen Ökopark. So, welche Aufgabe hat dieser Ökotechnopark? Gut, nehmen wir ein Beispiel. Es kommt ein neues Auto raus. Ja, ich kaufe auch nicht die Katze im Sack. Ich sehe das vielleicht im Fernsehen und sage, toll, wow, das sieht aber gut aus. Aber bevor ich mir das kaufe, werde ich sicherlich das nicht machen übers Internet. Ich werde erstmal zum Händler gehen, ich werde mir das Fahrzeug anschauen, ich werde es vielleicht Probe fahren und sagen, wow, das gefällt mir. Und dann werde ich mir meine Ausstattung aussuchen und das Ganze ordern. Selbst wenn ich es dann übers Internet ordere oder mir dann vielleicht mal bestelle. Aber ich möchte es erstmal sehen. Und genauso ist es natürlich mit dieser Transporttechnologie. Die Länder, die das ordern, die wollen natürlich erstmal wissen, funktioniert das Ganze überhaupt? Ja? Und das ist es, das ist der Zweck dieses Ökotechnoparks. Die Vorführung, das Zeigen für die Interessenten. Aber natürlich auch die Vorführung und das Ganze erproben und zertifizieren. Denn jedes Unternehmen, das etwas auf sich hält, zertifiziert es und sichert es ab, lässt das Ganze patentieren. Und auch dieser Zertifizierungsprozess findet in diesem Park statt und hat bereits begonnen. Die Verhandlungen mit den Firmen haben begonnen und man hat den Prozess des Zertifizierens bereits begonnen mit dem Unibike und das soll schon abgeschlossen werden, eben bis im Frühjahr, aber auch das Cargo-System wird schon beginnen demnächst. So, und das Cargo-System ist ja auch besonders wichtig, denn Australien, werden wir auch nochmal sehen, die wollen ja mit dem Cargo-System auch beginnen und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig. So, die Cargo-Strecke, das heißt, die Frachtstrecke ist hier hinten, hier wird man beladen, hier ist die Regionalstrecke oder Unibike-Strecke mit einem Beispiel für ein Hängebrückenmodell und hier vorne wird, das wird erst bis 2018 fertig sein, die Highspeed-Strecke sein. Derzeit, für Sie vielleicht interessant, arbeitet man hier an diesen Kurvenelemente, die ja auch sehr, sehr wichtig sind zum Vorzeigen. Und das wird eben hier Schritt für Schritt passieren. Hier nochmal von oben ein Bild, hier alles, man sieht schon sehr viel Grün. Hier, wie gesagt, hier hinten Frachtbeladezentrum, hier das Hängebrückenmodell und da hinten die Highspeed-Strecke, die wird bis zu 16 Kilometer lang sein. Und wenn man bedenkt, dass ein Kilometer von so einer Strecke zwischen 2 und 3 Millionen kostet und ja, man ursprünglich diese Strecke, die Highspeed-Strecke auf 30 Kilometer veranschlagt hat, konnte man das Ganze aufgrund der Gravitationsmotortechnologie und Bremse verkürzen auf 16 Kilometer. Dann können Sie sich vorstellen, das erste Unternehmen, das nicht teurer wird, sondern das wesentlich an Kosten eingespart hat. Ursprünglich veranschlagt 240 Millionen US-Dollar für diesen Ökotechnopark, Projektumsetzung von 2015 bis 2018. Das heißt, man hat 2015 begonnen mit dem Ökotechnopark zu bauen. Letztes Jahr, nach einem Jahr, in dieser Kürze, hat man es schon geschafft, dieses Unibike auf dieser Strecke fahren zu lassen. Und die sind sowas von fleißig, die arbeiten Tag und Nacht teilweise, um das Ganze voranzutreiben. Das Ganze wird eben finanziert über eben hauptsächlich Privatinvestoren, nicht ganz, also 70% dieses Immaterialgutwertes, der veranschlagt wurde auf 400 Milliarden US-Dollar. Was heißt das? Wenn das Ganze weltweit ausgebaut wird, haben externe Experten geschätzt, dass es mindestens 400 Milliarden US-Dollar wert sein wird. Es kann natürlich auch noch mehr sein. Aber das ist jetzt momentan der vorstellbare Wert dieser Technologie. Und das Ganze wird eben umgesetzt und man kann sich eben mit einbringen und 15% dieses Wertes,
Ja, diese Wertsteigerung können eben Privatinvestoren mit beitragen, also wir. 15% halten ganz große Investoren, die von vornherein eben das Ganze unterstützt haben. Das sind, glaube ich, Russen. Und 70% hält Yudytsky selbst an dieser Technologie. So, hier haben wir ein Bild, wo beim Pfeil sich befindet, dieser sogenannte Null-Kilometer-Stein. Der wurde errichtet am 17.10.2015. Das war der Startschuss für den Bau des Ökotechnoparks. Man sieht hier einen kleinen Ausschnitt eben von dieser Pflasterung. Die Pflasterung zeigt genau außen herum Weißrussland im Ökotechnopark. Wer dieses Jahr ich habe gehört, Anfang Juni soll es erst sein, für die, die es interessiert. Anfang Juni soll, da werden wir nämlich auch schon das Cargo-System ein bisschen sehen, soll das Investorenfest in Minsk stattfinden. Das nur gleich an dieser Stelle erwähnt. Dieser Park, wie gesagt, findet sich in Marjan Gorka, das ist in der Nähe von Minsk, und wird für uns Privatinvestoren beim Investorenfest Anfang Juni zu besichtigen sein. Wenn es große Investoren gibt, die haben natürlich jetzt schon die Möglichkeit, Termine zu vereinbaren und auch jetzt schon dahin zu reisen. So, hier sehen wir noch Junitski, wie er drei Dosen vergräbt, meines Wissens alle in 5, 10 und 50 oder sogar 100 Jahren eine Dose soll ausgegraben werden und da soll dann geprüft werden, ob er seine Ziele, die er veranlagt hat, eben erreicht hat. Und er behauptet stur und steif, das wird er erreichen. Und wenn ich offen und ehrlich bin, ich glaube ihm das. So, jetzt sehen wir die einzelnen Phasen dieser Technologie. Man hat anfangs natürlich, was heißt man, Junitski, hat die Technologie entwickelt. 2014, gab es noch keine Anerkennung, wir erinnern uns. Die Anerkennung gab es erst letztes Jahr, 2016, vom Verkehrsministerium. Haben schon einige Privatleute in diese Vision investiert. Die haben natürlich gute Konditionen erhalten, aber sie haben in eine Vision investiert. Hut ab vor den Leuten, ja? Und da von diesen Crowdfunding-Geldern wurde das Design entwickelt. So, 2015 startete man dann den Bau des Ökoparks mit dem 0-Kilometer-Stein und das Bauvorhaben bis letztes Jahr eben, wir arbeiten immer noch, das dauert ja bis 2018, haben wir gehört, mit der Highspeed-Strecke, aber es ist jetzt schon die Phase Demonstration und Zertifizierung. Das heißt, wir haben jetzt noch extrem gute Konditionen, aber wir sind im Jahr 2017 in der Markteinführung Schritt für Schritt weltweit. Wir haben schon Markteinführung, Verträge, Russland, Australien, die haben schon die Firma gegründet. Wir werden hier noch einiges sehen dazu. Also hier, wir machen hier Nägel mit Köpfen. Und das sehen wir hier. Die Presse voll dabei. Ich gehe nicht aufs Detail hin. Hier das Projekt Flinders. Startschuss. Letztes Jahr im April, Mai waren die ersten Gespräche, die ersten Pläne für diese Universität, die erst jetzt verschoben wird auf 2018, weil man dort noch ein größeres Gebäude bauen möchte. Aber das steht. Dann, hier haben wir noch die Pläne. Hier haben wir sie, die Universität. Dann haben wir hier, Entschuldigung, war ich ein bisschen zu schnell, das hat uns Rothoop gezeigt in Berlin bei der InnoTrans, hören wir gleich. Hier ist geplant eine Highspeedbahn von Melbourne nach Sydney. Dann sind einzelne kleinere Strecken geplant in den Städten. Dann hier ganz, ganz hochinteressant, Cargosystem, Frachtsystem. Hier hat man die Erdminen, hier hat man die Verarbeitungszentren. Aktuell diese Transportmöglichkeit, ja, wenn das Wetter schlecht ist, die Schienen, man hat ja ein paar Bilder gesehen, eben die Ausschwemmungen, alles sehr, sehr schwierig. Die müssen Pausen machen. Die Cargosysteme von Skyway nicht. Das System schlechtweg für größere Distanzen. Deshalb hochinteressant für Australien. Dann die Ausstellung in InnoTrans in Berlin. Der auslösende Faktor. Ich war dort und ich bin begeistert gewesen. Der Faktor, dass das Ganze in die Welt hinausgetragen wurde. Hier interessanter ergonomischer Sitz, den niemand herstellen konnte, mussten sie selbst machen. Hier das Spezialrad. Hier der Unibus, ein 14-Personen-Fahrzeug oder das Unibike. Ich saß ja auch drinnen, wer die Bilder kennt. Dann
ganz hochinteressante Gäste, der Finanzexperte Chris Principe, er spricht davon, the next Internet im Finanzbereich von dieser Technologie. Rechts im Bild, wo man Pfeil sich rumtreibt, die irische Delegation, die eine Strecke zu einem Touristenort in den Bergen bauen will. Die Folge der InnoTrans, der Bauer im eigenen Ort zählt am wenigsten oder der Schuster im eigenen Ort, wie immer. Der einschlagende Erfolg bei der InnoTrans führte zu einer Einladung bei der InnoTrans in Minsk, bei der Transport und Logistik in Minsk. Hier spricht er gerade eben mit dem Ministerpräsidenten, mit dem Stellvertretenden der Republik Weißrussland. Dann weiter die Einladung zur Energy Expo in Minsk. Hier alles Schlag auf Schlag, hier rechts im Bild. Hier den japanischen Botschafter. Die haben jetzt im Januar ein Treffen in Moskau und ein Treffen im Ökotechnopark. Zeitgleich in Australien, Rod Hook, der auch bei der InnoTrans in die Vertretung von Unitskis machte und das sehr, sehr gut. Ich habe mit ihm gesprochen. Hat zeitgleich eine Messe in Melbourne gemacht. Dann das Umweltforum in Rom. Hier der Umweltminister von Italien total begeistert, will sich persönlich einsetzen. Dann die Messe in die Transport of Russia im Dezember, November, Dezember. Gleich im Anschluss an die Jungfernfahrt des Unibikes, an die Einweihung des Ökoparks mit interessanten Leuten hören wir heute noch. Auch hier eine Messe. Alle möglichen Gäste hier, Morozov, der ja momentan wieder groß im Gespräch ist, komme ich in den News nochmal dazu. Hier eben am 29. der Zeitpunkt, auf den alle gewartet haben, die ja so wie ich begeistert sind, die erste Fahrt in der leeren Schiene, deshalb das Quietschen, wer es gehört hat, des Unibikes, die Testfahrt mit 60 Stundenkilometern. Wenn wir das Ganze in Minsk erleben beim Investorenfest, dann soll diese schon mit 150 Stundenkilometern dahin rauschen. Hier ein Ankerpfeiler als Bahnhof und natürlich einen überglücklichen Herrn Junitzki. Das Ganze fand statt mit, ja, Leute mit Ländervertretungen und Wirtschaftsdelegationen aus den Ländern, Vereinigte Staaten, Bundesstaat Houston, aus Kanada, aus Israel, Australien, die ja schon gesagt haben, Leute, wir haben die Firma, jetzt kommt mal endlich in die Puschen. Und natürlich Russland, die auch schon Verträge abgeschlossen haben. Meines Wissens ist eine Strecke geplant von, ich glaube, 200 50 Kilometern und 65 Kilometern, legt mich nicht auf den Kilometer fest, aber ungefähr in zwei Städten, aber auch in den News kommt noch eine neue Strecke dazu. Dann hier die Delegation der Russischen Föderation, Dmitri Medvedev, auch er, der hier eben mitbeteiligt war an dem Genehmigungssystem. Man sieht es hier deutlich. 11. Februar war die Vortragung, eher am 25. haben sie das Schriftstück bekommen. Auch die waren schon. Weitere Delegationen aus Indien, die interessieren sich für die Smart Solution, das heißt für das Städtesystem. Dann die Delegation aus der Türkei, dann aus der Schweiz. Also viele, ich gehe gar nicht mehr auf die Einzelnen ein. Besuch in Minsk auch noch, muss ich jetzt direkt mal nachschauen. Vorsitzende sind, glaube ich, russische Vertreter. Ich gehe gar nicht mehr aufs Einzelne ein. Das haben wir im Jahresrückblick im Einzelnen besprochen. Dann hat man natürlich mit den Fahrtests begonnen, am 1.12. zeitgleich eben mit den Messen, die ja sehr, sehr wichtig sind für die Ergebnisse, für die Zertifizierung, muss man Veränderungen machen, passt auch alles, was man berechnet hat, oder muss man es anpassen? Und man muss einiges anpassen, ich kann es versichern. Dann natürlich Kooperationsvereinbarungen der GTI, des Konstruktionsbüro, mit dem Scientific and Technical Center Research. Ist nichts anderes, das sind die Leute, die verantwortlich sind für den Zertifizierungsprozess. Auch die waren schon im Ökotechnopark. Und wir werden jetzt noch in den News noch hören, was jetzt aktuell eben derzeit der Fall war. Wir hatten das zweite internationale Forum von Skyway Capital in der Slowakei.
Da geht es eben um die Organisation, in der wir jetzt involviert sind, die Gelder sammeln für die Verwirklichung des Ökotechnoparks. Das war in der Slowakei die stärkste Gruppe im Sammeln von, ich sage jetzt mal, Investorengeldern, damit wir das ganz, ganz schnell verwirklichen können. Je mehr und je schneller wir die Gelder beieinander haben, desto schneller, ja, wird alles auch umgesetzt. Das fand jetzt statt. Wir sehen hier rechts im Bild, wer ihn noch nicht kennt, den Herrn. Ich kenne ihn persönlich. Das ist Jewgeni, ein sehr junger Mann. Ich würde mal sagen, Anfang, Mitte 30. Das ist der Vorstand von Skyway Capital. Und hierzu möchte ich gleich noch was sagen. Die Planung ist im Mai diesen Jahres, dass auch wir das dritte internationale Forum von Skyway Capital abhalten. Ja, wenn es klappt, wenn wir eine Räumlichkeit finden, wahrscheinlich im Raum München. Also wer Interesse hat, es wird 2 Tage stattfinden, ist hochinteressant. Dort erfährt man immer die neuesten News. Ich habe sie noch nicht, was so ist. Wenn ich mehr weiß über dieses Forum, werde ich es natürlich in den Webinaren weitergeben. So, dann, ich habe es ja schon erwähnt, Morozov spielt eine Rolle. Momentan nämlich in seinem Plan eine Strecke über die Wolga von 33 Kilometern, und zwar soll diese Strecke ja Flughäfen verbinden. Also überall Nägel mit Köpfen. Und zudem noch, wer sich's nicht gemerkt hat oder noch nicht dabei war, meines Wissens wird derzeit mit 30 Ländern verhandelt. Aktuell habe ich was gehört, streiten sie gerade mit Dubai. Es geht um, ja, um, die wollen ein bisschen mehr an Anteilen haben, und ich bin da auch dafür, dass Junitzki sich durchsetzt. So viel verrate ich mal. Also auch Dubai ist momentan ganz stark eben im Gespräch. Die Strecke, die wir schon gesehen haben, ja, Besuch von Vertretern von Weißrussischen Nationalen Akademie der Wissenschaften im Ökotechnopark. Hier geht es hauptsächlich um die Kooperation für Umweltfragen. Das habe ich auch nicht gewusst. Junitzki hat eigene Ideen entwickelt. Ich habe ja erwähnt, diese Parks auf den Türmen, auf diesen Bahnhöfen, diese irgendwie sollen das unten eingebaut und nach oben wachsen. Frag mich nicht, wie das ist. Aber der muss da eigene Ideen entwickelt haben, und die haben sich da miteinander abgesprochen, haben hier Kooperationsverträge geschlossen, dass sie hier zusammen Ideen entwickeln wollen. Also auch hier, die Erde gehört den Menschen. Unglaublich, was hier passiert. So, ich bin jetzt soweit am Ende angekommen mit meinen heutigen Ausführungen. Ich weiß, es ist immer sehr viel, aber es passiert halt auch sehr viel. Das wollen wir auch. Ich kann nur eins sagen: Nutzen Sie diese Chance, sprechen Sie mit der Person, die Sie eingeladen hat. Werden Sie ein Teil dieser technischen Revolution. Sie werden es meines Erachtens nicht bereuen. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil Crowdfunding auf so einem hohen Niveau mit solchen Aussichten, ich glaube, das ist eine Chance, die man einmal im Leben bekommt. Ein zweites Mal weiß ich nicht. Also ich persönlich habe es für mich genutzt. Ich bin Investor und so begeisterter Investor. Genau aus diesem Grunde habe ich mich damals bereit erklärt, diese Webinare zu sprechen, diese Technologie, die mich ja total begeistert, in die Welt hinauszutragen und eben den Menschen, die es möchten, die Chance zu geben, an dieser einzigartigen Möglichkeit Teilhaber zu werden, weil es dies tatsächlich bisher noch nie gab. Ich bin jetzt mit meinen Ausführungen am Ende. Ich danke jetzt mal für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie möchten, können Sie jetzt Ihre Fragen noch in den Chat stellen.